Heute mal auch wieder ein nettes Thema. Ich glaube, das Zeitfenster zur Vorsorge bis zur Eskalation der Krise, der nächsten Krise, schließt sich. Warum sage ich das so einfach? Weil viele Krisenvorsorger und Prepper dieser Meinung sind. Aber auch vielfach diese Meinung aus der Seite der Finanzexperten und Wirtschaftsexperten geäußert wird. Lohnt es sich dann überhaupt noch irgendetwas zu tun? Mit Vorsorge anzufangen? Unbedingt. Aber richtig. Verschwendet eure Geld und Ressourcen nicht, um euch Feuerstahl und Zunder zu kaufen und zu organisieren, sondern legt es in sinnvollen Dingen an, die ihr brauchen könnt. Und das Sinnvollste sind Nahrungsmittel. Wer in den letzten Wochen einkaufen war, wird festgestellt haben, es ist schon alles teurer geworden. Das ist klar, die Firmen sind teilweise pleite gegangen. Dadurch gibt es mehr Monopolstellungen auf dem Markt, viele Pleitewellen. Durch die zurückgegangenen Umsätze versucht man natürlich das Ganze aufzufangen, indem man die Preise leicht erhöht. Aber auch die Regierungen sind schuld. Die EZB druckt Geld ohne Ende und wirft sie auf den Markt. Unser Staat verschuldet sich, aber nicht nur unser Staat, die ganze EU. Und mittlerweile haben wir ja eine Schuldenunion in der Europäischen Union. Das heißt, wir zahlen dann auch für die Spanier und Franzosen und die Griechen und ja. Ihr glaubt, dass nur weil die Börsen momentan hoch sind, das Ganze gut ist. Der irrt. Warum sind die Börsen denn momentan auf dem Wert von über 15.000? Das kann man ganz einfach erklären. Die Leute kriegen keine Verzinsung mehr bei der Bank. Also investieren sie in Risikogeschäfte, sprich Aktien. Der Gegenwert dieser Aktien ist nicht mehr vorhanden. Im Gegenteil, viele dieser Firmen stehen vor dem Aus. Der Firma Adler wurde geholfen mit 250 Millionen Finanzspritze vom Staat. Aber viele Firmen bleiben leer. Die werden bankrott gehen. Wer sich angeschaut hat, wie viele Firmen sich schon insolvent gemeldet haben seit dem 1. Mai, das sind mehr als im ganzen Jahr 2020, ja, der wird vielleicht sehen, in welche Richtung es läuft. Ganz zu schweigen davon, dass diese momentan schon existierende Krise weitergehen wird. Kurzarbeitergeld, Massenarbeitslosigkeit, das alles könnte kommen. Kurzarbeitergeld könnte nicht nur, sondern ist ja schon da. Die ganze Situation wird weiter eskalieren und langsam schließt sich das Zeitfenster, um etwas zu tun, um sich darauf vorzubereiten. Und wie gesagt, verzettelt euch nicht in unnütze Anschaffungen. Schafft das an, was ihr am nötigsten braucht. Nahrungsmittel, Getränke, das eine oder andere aus dem medizinischen Sektor, das ihr unbedingt braucht. Geht mal in euch, setzt euch mal abends hin, anstatt eine Soap im Fernsehen anzuschauen und sprecht mal mit eurem Partner durch, was er denn so braucht. Was er denn unbedingt weiter zum Leben braucht. Auf was ihr nicht verzichten könnt. Es kann auch bei starken Rauchern sein, dass sie nicht auf ihre Zigaretten verzichten wollen. Da müssen sie sich welche anlegen, denn die werden auch teurer werden. Wenn es nach dem Grünen geht, dann wird der Benzinpreis weiter steigen. Auf fast 70 Euro pro Tonne anstatt 30 Euro pro Tonne wollen sie den Preis anheben. Und wer zahlt die Zeche? Die Pendler. Ihr zahlt die Zeche. Ihr werdet euch zweimal überlegen, ob ihr wo im Auto hinfahrt oder dann vielleicht doch wieder das Fahrrad rauskruscht und rauskramt. Ja, die Zeiten werden schlechter. Definitiv. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wie die Werbung sagen würde, das ist zu 99,9% sicher. Ja, was ihr daraus macht oder ob ihr euch lieber ein Katzenvideo anschaut, liegt bei euch. Bis zum nächsten Mal.